Hallo, hier ist Milzbrand XY. Ich möchte unseren zweiten Server euch vorstellen. Squirt's Urge. Das ist Teil 2. Und jetzt geht's weiter. Ich habe euch ja gerade die Drachenschlucht mitgezeigt. Wenn ihr wollt, fast überall ist noch Platz. Wir haben auch jemanden, der in der Wüste gebaut hat. Kann man mal kurz hinfliegen? Ist er nicht weit? Und mein Mensch stöhnt wie verrückt. Hier hat der gute Lord gebaut. Eine kleine Festung. Sieht auch cool aus. Gefetzt. Die Hauptregel in Squirt's Urge ist, die Wasserreservoire bitte freilassen. Dass jeder andere auch mit hin kann. Aber denk mal, das ist klar. Na, du machst mal kurz anhalten. Mal einen kleinen Berg nehmen. Brauch noch einen neuen Geier. Ey. Avatares Level 5, na toll. Wenn jemand Avatares haben möchte, Level 5, bei uns auf dem Server, kannst du kriegen. Wir helfen euch. So, wir fliegen mal am Roten hin. Mal sehen. Da unten hat mich auch jemand gebaut. Na, wo sind sie? Hier fängt's an. Wir haben andere gebaut. Auch sehr schön. Fliegen mal drum rum. Na, eine Brutstation, wie es aussieht. Sind noch die Drachen. Nicht schlecht. Hier hat auch einer gebaut. Auch schick. Hier oben. Moment. Das war mein erster Platz, wo ich gebaut bin. Habe. Hier drauf. Da bin ich auch mindestens am Anfang 30, 40 Mal gestorben. Aufgefressen von Raptoren und anderes Gefiech. Da solche Raptoren. Bis ich mir hier oben endlich mal was gebaut habe. Mein erstes Haus, kleine Hütte mit Bett. Ansonsten ohne Bett war das immer Katastrophe. Hier ist die Schlucht mit der Höhle. Ich finde die Schlucht echt geil gemacht. Komm mal runter, ja. Die sieht echt cool aus. Fetzt. Also, echt geil gemacht. Mit
drin ist auch die andere große Höhle. Auch cool. Hier ist gleich die Mitte, wo ich jetzt gesiedelt. Weil da, wo ich gesiedelt habe, am Anfang war ja nicht schlecht, aber es war zu wenig Platz. Eigentlich wollte ich ja nur den kleinen Bereich hier nehmen. Und dann habe ich mich halt bis nach oben umgesiedelt. Aber egal. Fliegen wir zum nächsten Kandidaten. Die sind dann alle so ungefähr hier in der Nähe. Gucken wir mal. Unten. Okay. Ach, das ist so angefressener Drachen, oder? Nee. Von jemandem hat er wieder vergessen. Ach, da bestimmt die rausguckt. Schön. Oh, der Rack sieht auch cool aus. Na. Scheiße, das ist egal. Auch schick. Jetzt. Wie gesagt, ihr könnt überall siedeln, wo ihr wollt. Hauptsache Wasser ist frei und die, na wie heißt das, die Endercrams oder die Bücher, die immer da, die sollen frei zugänglich sein, dass man mindestens hinfliegen kann oder so. So, hier oben, soweit ich weiß, hat auch noch jemand gebaut. Fliegen wir mal hin. Erstmal tun wir ein bisschen Stamina schnapper. Die Ölbomben sind, wenn jemand die hinbaut, müssen auch frei zugänglich sein. Also dass jeder ran kann. Aber das ist ja kein Problem. Da gibt es viele bei uns. Also an Öl mangelt es bei uns nicht. Das Essen. Ab geht die Mutti. So, hier oben. Er hat auch ein ganz verrückter gebaut. Und zwar bestimmt nicht günstig. Das ist auch cool. Ich hatte euch schon mal die Idee gehabt, aber ich bin mindestens so 4 oder 5 Wochen zu spät gekommen. Auch coole Idee, hier oben drauf zu bauen. Sieht auch cool aus. Fett schon. Jeden so ein, also bei jedem so ein Biegen könnt ihr auch so eine kleine Hütte für euch selber bauen, falls ihr zum Traveln, aber halt nur so kleine Hütte. Das ist schon das Maximale. Stellt so ein kleines Bett hin irgendwo, aber dadurch, dass so viel Viecher rumhuben, ist es auch relativ gefährlich. So, hier oben ist dann noch wo noch jemand anderes. Gucken wir mal.
Oder ne? Irgendwo. Wir werden es sehen. Ansonsten, ihr seht ja, ist einiges noch frei. Ein Drache. Ein Fremder. Aber vorsichtig sein. Egal. Also das war unser zweiter Server. Nächstes Mal stelle ich euch unseren dritten Server vor. Da kann man schön miteinander kämpfen. Und da haben wir auch die Push-Bibels drauf. Und falls ihr das wisst, die sind doch manchmal ein bisschen böse. Huch. Da habe ich wieder nie aufgepasst. Na gut, dann... Bis nächste Mal.